Waren Sie in den letzten 14 Tagen erkrankt? Nein. In den letzten 4 Wochen haben Sie auch keine andere Schutzimpfung erhalten? Nein. Und jetzt fühlen Sie sich wohl? Toll. Kein Husten, kein Schnupfen? Nicht krank. Eine Situation, die jeder kennt. Geruch von Medizin, fast aufdringliche Reinlichkeit und das etwas zwiespältige, bange Gefühl vor der Spritze. So, Sie kommen dann in 4 Wochen zur nächsten Impfung und nach einem Jahr machen wir dann die dritte Schutzimpfung. Aber kein Grund, weiche Knie zu bekommen, wenn Tetatox gegen Wundstarrkrampf geimpft wird. Auch ohne krank sein, vorbeugen ist notwendig. Das meine ich auch. Ne? Dann kommen Sie auch in 4 Wochen wieder. Da gibt es dann die erste Nachimpfung. Doch diese Situation hat ihre Besonderheiten. Zum einen, die Patienten kommen auf Befehl. Soldat Dirk, 4. MFK. Zum anderen, hier sagt man zum Arzt nicht Herr Doktor, man sagt Genosse Hauptmann. Haben Sie in den letzten 4 Wochen eine andere Schutzimpfung erhalten? In den letzten 14 Tagen waren Sie nicht erkrankt? Hauptmann Mirschinka, 29 Jahre, ist Arzt und Offizier in einem Truppenteil der Nationalen Volksarmee. Dieses Gelände werden wir benutzen, um unsere Einstufung und Abtransportabteilung zu entfalten. Im Anschluss darin unsere... Arzt und Offizier sein heißt für Hauptmann Mirschinka gleichzeitig Kommandeur sein. Von seinem Wissen und seinen Entscheidungen hängt es ab, wie der medizinische Dienst im Truppenteil seine Aufgaben erfüllt. Die beiden Aufnahmezelte. Für den Aufbau der Verbandabteilung verantwortlich Hauptmann Dr. Schwarze. Für das Ausstellen der Sicherungsposten Oberleutnant Köhler. Der Bergungszug setzt sich sofort in Marsch zum Gefechtsfeld und holt von den angelegten Geschädigten dann die Geschädigten. Beim Entfalten des AVB werden die Waffen geschlossen abgelegt. Verantwortlich Genosse Oberleutnant Köhler. Schutzmaske und Stahlhelm bleiben am Mann. Herstellen der Arbeitsbereitschaft eines Regimentsverbandplatzes. So lautet der Befehl. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen. Keine Fragen. Ausführung. Die Ärzte, Feldschere, Unteroffiziere und Sanitäter müssen bei dieser Ausbildung beweisen, ob sie als militärisches Kollektiv einsatzbereit sind und Gefechtshandlungen medizinisch sicherstellen können. Der erste Schritt, Entfaltung der erforderlichen materiellen medizinischen Mittel aus der Feldsanitätsausrüstung. Da muss jeder wissen, was er zu tun hat. Jeder Handgriff muss sitzen. Hauptmann Mirschinka. Organisation und Planung der Kräfte, Kontrolle, Statistik und Berichterstattung sind Probleme des Alltags. Ebenso die Konsultation von Spezialisten, gegebenenfalls die Überweisung komplizierterer Fälle ins Lazarett. Planung und Leitung aber sind keine Lehrfächer beim Medizinstudium oder in der Facharztausbildung. Beherrschen lernt man sie erst in der Truppenpraxis. Auch im Mittpunkt kommt es auf exaktes Zusammenwirken an. Eine notwendige Voraussetzung sind qualifizierte und zuverlässige Mitarbeiter. Einer davon, Hauptmann Dr. Schwarze, Facharzt für Stomatologie, Mitglied der Parteileitung im Truppenteil. Gehen Sie mal bitte ins Wartezimmer und sehen Sie mal nach, was da ist. Also schreiben Sie sich die Namen auf und kontrollieren Sie das mal auf dem Karten. Trotz des schrillen Pfeifens, es hat sich herumgesprochen, dass das Bohren, auch dank moderner Technik, kaum Schmerzen bereitet und der Zahnarzt sein Fach versteht. In 14 Tagen kommen Sie wieder. Das ist eine provisorische Füllung. 2 Stunden bitte mal nicht auf dem Zahn kauen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir richtig halten, damit keine Druckstellen werden. Halt, stopp, weiter hinter, weiter hinter, weiter hinter. So.
Rund um die Uhr sichert die ambulante und stationäre Behandlung Hilfe für Erkrankte und Verletzte. Als Fälscher und Zugführer hat Oberleutnant Köhler langjährige Erfahrung. Wie viele Kilo Gips auf diese Weise bereits durch seine Hände gegangen sind, ist allerdings unbekannt. Gleichzeitig ist Oberleutnant Köhler für die Ausbildung der Sanitäter zuständig. Denn ansonsten kommst du alles von Erscheinung. So, und dann jetzt beim Halten. Die Hände so, nicht so, sondern so. Die Sorge um den Menschen ist auch in der Nationalen Volksarmee oberstes Prinzip. Vielfältige Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung sind gegeben. Also grau ist eine Fraktur, liegt bei Ihnen nicht vor. Es besteht eine Distorsion, das ist eine Bandzerrung in Ihrem Sprunggelenk. Wir warten jetzt ab, bis die Geschwulst ganz zurückgegangen ist. Dann machen wir einen Gips ran. 14 Tage in der Regel, dann nehmen wir ihn ab. Nicht zufrieden? Und sein muss. Das muss wirklich sein, ne? Ist das im Regiment oder liegt das an den Zeitpunkten der Einstellung? Konzentriert es sich auf die Einstellungsmonate? Dienstbesprechung beim Kommandeur. Das Wort des Arztes, des Genossen Mirschinka, hat Gewicht. Auch wenn er in diesem Kreis der Jüngste ist. Auffällig ist, wie gesagt, dass in den ersten beiden Monaten des Ausbildungshalbjahres, also nach dem Zeitpunkt der Neueinstellung, der Krankenstand teilweise erheblich höher ist als zum Ende des Ausbildungshalbjahres. Daraus ergibt sich für uns die Aufgabe, dass wir bei den Ausbildern noch mehr fordern müssen, dass sie mehr zu beachten haben in den ersten Tagen der militärischen Grundausbildung, die physischen Verfassungsmöglichkeiten der Soldaten. Also Kommandeur, gestatten Sie noch zwei Bemerkungen. Wir hatten seit Dezember 1973 drei Unfälle in der Instandsetzungskompanie, jeweils mit Augenverletzungen, die alle drei auch auf Vernachlässigung der Arbeitsschutzbestimmung zurückzuführen waren. Zum Glück sind bei allen drei Unfällen keine Dauerschäden zurückgeblieben. Ich bitte Sie jedoch nochmal auf der Kommandeursebene darum, dass Sie darauf dringen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen unbedingt eingehalten werden. Ausführung beendet. Zur Information halten wir fest, Stabschef im Protokoll in der nächsten Kommandeursbesprechung nochmal eingehende Aufgabenstellung zur Durchsetzung des Arbeitsschutzes. Doch zurück zu unserer Übung. Aufnahme, Einstufung und Versorgung von Geschädigten sind Elemente der Ausbildung. Konkret heißt das, erste ärztliche Hilfe, Herstellen der Transportfähigkeit, Abtransport der Geschädigten. Die Entscheidungen trifft der Militärarzt. Ich muss sofort ins Verbandzelt. Offener Pneumothorax nach Lungendurchschuss rechts. Pneumothorax abdichten. Ventil einsetzen. So könnte es sein. Die Wunden sind allerdings imitiert. Die Schädigungen nur angenommen. Wie alle muss sich auch der Zahnarzt an ganz anders gearteten Aufgaben beweisen. Infusion. Steckschuss, rechter Unterbauch. Auf ähnliche Situationen muss man sich einstellen. Deshalb üben Hauptmann Mirschinka und seine Genossen Diagnostik, Einstufung von Geschädigten und das Anlegen der Verbände. Gewissenhaft und praxisbezogen. Schockprophylaxe, neuer Verband. Die Konserven sind auch bald fällig. Wann ist die Ausgabe vorgesehen? Die ist für nächste Woche vorgesehen. Nächste Woche. Spiegelfleisch und Konserven. Was ist übrigens aus dem Schmalzfleisch geworden, was vor zwei Tagen fällig war? Das ging gleich, nachdem sie hier waren, raus zum Verbrauch. Für den Militärarzt schließen Einsatz und Gefechtsbereitschaft der Soldaten viele Momente ein. Nicht zuletzt solche hygienischen Kontrollen der Lebensmittel. Also Carsten, gegen welche Anordnung verstoßen werden hier? Die Wurst hängt so dicht zusammen. Und warum? Gestern bei der Lieferung hat man so viel bekommen, dass der Plastik ausreicht hatte. Da muss man nur zu tun, so dicht zusammenhängen. Und warum hängt sie jetzt noch so? Ja, jetzt sauber Plastik, bloß wir hatten vorher keine Zeit gehabt. Bis um 12 versuchen wir es auseinanderzuhängen. Ist klar, nicht versuchen, nicht das machen wir bis um 12. Wird der Platz so weit ausgenutzt, ja, dass die Würste einzeln hängen. Und die Luft immer anhalten dabei, ja?
Gut. So, der nächste. Panzersoldaten beim Militärarzt. Aber sie sind nicht krank. Im Gegenteil. Sie lassen sich ihren einwandfreien Gesundheitszustand sogar bestätigen. Das gehört zu dieser Ausbildung. Vorbereitung auf die Unterwasserfahrt. Tür geschließen. Wir können jederzeit die Notflutung in Gang setzen. Das dauert 5 Sekunden und dann haben Sie wieder Luft, aber dazu wird es sicherlich nicht kommen. Diese Rettungsgeräte sind moderne Geräte. Wenn wirklich mal was passieren sollte, brauchen Sie nicht in Panik verfallen. Zum anderen sind Sie hier nicht allein in dem Übungsgerät. Sie sind ja mit der ganzen Besatzung unten. Und dann bin ich auch noch hier. Ich kümmere mich schon um Sie. Solch ein Härtekomplex ist ein Prüfstein, vor allem für das körperliche Leistungsvermögen der Soldaten. Tage dauernde Belastungen und Anstrengungen fordert das Gefecht. Auch wenn es Schweiß kostet. Es muss sein. Der Soldat weiß das. Aber er muss auch wissen, dass er nicht gleich krank ist, wenn sich ungewohnte körperliche Belastungen bemerkbar machen. Waren Sie schon mal bei uns gewesen? Nein. Noch nicht. Und weshalb kommen Sie jetzt? Nieren. Was haben Sie denn dafür Beschwerden? Schweren Dicken. Und woher glauben Sie, dass es die Nieren sind? Ich nehme es wenigstens an. Sie nehmen es an. Na, wollen wir mal. Das ist aber eins, bin ich hergekommen. Ziehen Sie sich mal aus. Ja. Wann treten denn die Beschwerden auf? Seit 3 Wochen so ungefähr, aber das ist auch immer schlechter über. Und was sind das für Beschwerden? Das zieht sich bisher hoch, dann hier. Beim Bücken besonders, ja? Das ist ja. Das sind hier. Die Muskeln sind das, nicht? Also die Nieren sind es nicht, da brauchen Sie sich keine Sorge machen. Sicherlich hat Ihre Wirbelsäule unter den ständigen Stauchungen auf dem Traktor ein bisschen gelitten. Das heißt, das ist mehr oder weniger Ihre Bandscheiben. Wir untersuchen sicherheitshalber auch nochmal einen Urin, um völlig auszuschließen, dass es an Nieren liegt. Ich bin mir sicher, dass es nur eine reine Erscheinung der Wirbelsäule ist. Und da führen wir jetzt eine Behandlung durch. Kommen Sie jeden Tag ins Schwitzen, ja? Oh, wir sind jeden Tag ins Schwitzen. Ja, das ist ja auch ganz gut. Nicht nur beim Essen. Nicht nur beim Essen gleich. Wenn man bedenkt, dass nur gesunde Soldaten kämpfen können, dann ist auch ihre medizinische Betreuung eine Gefechtsaufgabe ersten Ranges. Wegen Bein konnten Sie nicht mehr. Das tut weh, ja? Ja. Wo tut es denn da weh? Innen oder außen? Innen. Auf der Innenseite, ja? Mal ganz locker lassen. Nicht anspannen, ich mach das schon, ne? Und nicht anspannen. Das tut weh, ja? Alles weh. Wo tut es denn mehr weh, wenn ich von außen oder von innen drücke? Das ist gleich.
war das bei Ihnen schon mal ganz locker, nicht anspannend. Gründliche Untersuchung und das Gespräch mit dem Patienten gehören zur täglichen Praxis von Hauptmann Mirschinka. Sie schaffen ein echtes Vertrauensverhältnis. Ganz locker, nicht anspannend. Ja, ist noch etwas entzündet. Das ist besser geworden. Nur freilich. Von heute auf morgen geht das natürlich nicht ganz weg, das ist klar. Aber wir setzen die Behandlung sofort, nicht? Sie haben Penicillin-Spritzen bekommen und Ohrentropfen, die das Gleiche von außen auch noch bekämpfen. Mhm. Und so machen wir auch weiter. Nicht nach zwei Tagen gleich Wunderdinge erwarten. Ja. Sie schwitzen schnell. Ja, welche Trase mit drum raus, da kannst du dich schweren. Mhm. Wenn der Schweiß drauf kommt, das brennt hier wie verrückt. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal eine Salbe mit, die Sie bis morgen. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Auch bei Versuchen, mit Hilfe des Arztes Belastungen zu meiden, um es einmal fein auszudrücken. Mit der anderen Salbe weiter. Und Sie machen trotzdem Ihren Dienst mit, nicht? Ja. Steht denn irgendwas Besonderes an Ausbildungsmaßnahmen für die nächsten Tage? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, nicht, nur weil wir nicht gleich von vornherein sagen, es geht nicht. Wenn es nicht geht, wenn es schlimmer werden sollte, wenn es immer noch mal runterkommt, dann werden wir das entscheiden. Hm? Das war ich immer fast weg gewesen. Und dadurch, dass ich da immer mit Rasen rumgerast bin, da ist es wieder so geworden. Das ist ja nicht so, dass Sie deshalb außer Gefecht gesetzt sind, weil Ihre Haut nicht ganz in Ordnung ist. Die Erfordernisse des Gefechts bestimmen auch diese Übung von Hauptmann Mirschinka und seinen Genossen. Sie wollen das Vertrauen, das in sie gesetzt wird, rechtfertigen. Denn Augenblicke könnten über Leben und Tod entscheiden. Und der Soldat kämpft besser, wenn er weiß, schnelle und fachgerechte medizinische Hilfe ist gewährleistet. Name, Dienstgrad? Soldat Engelhardt. 10 Tropfen. Langsam beginnen. Auf 60 Tropfen pro Minute steigern. Polytrauma untere Extremität. Beatmung erforderlich, Sauerstoff. Unterfeldwirbel Stein. Einschalten. Gut, Sauerstoff. Liegen bleiben, Sie atmen jetzt ruhig durch. Kommt sofort ins Verbandzelt, bekommt eine Infusion angelegt und wird steril verbunden. Gabe von Kreislaufmitteln. Unter Gefechts- und Garnisonsbedingungen tragen Hauptmann Mirschinka und sein Kollektiv auf ihre Weise zur ständigen Erhöhung der Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft ihres Truppenteils bei. Die Fürsorge unserer sozialistischen Gesellschaft um das Wohl und die Gesundheit der Soldaten ist ihr Anliegen. Hauptmann Mirschinka, ein Arzt in Uniform. Also mit der Verdacht hat sich doch bestätigt, ihr Mittelhandknochen vom fünften Finger ist gebrochen. Es sieht aber gut aus. Ich kann Ihnen das auch mal anhand des Bildes hier zeigen. Hier sehen Sie das quer durchgebrochen. Das Gelenk ist nicht beteiligt. Das wird sicherlich recht schnell wieder zusammenheilen, ohne dass Sie anschließend Beschwerden haben. Wir warten jetzt noch, bis die Geschulz ganz zurückgegangen ist. Etwas ist es ja schon besser geworden. Und dann machen wir einen Gips ran. Ich glaube nicht, dass beim Genossen weiß, dass ohne Operation abgehen wird.
Und der Meniskus scheint doch sehr weit eingerissen zu sein. Und auch der Bandapparat ist nicht intakt. Wir werden erstmal abwarten, 3 Wochen, ob das einen ansprechenden Erfolg hat.